Transistoren werden aus Halbleiterelementen wie zum Beispiel Silizium hergestellt. Silizium ist vierwertig. Dies bedeutet, dass jedes Siliziumatom vier Außenelektronen, sogenannte Valenzelektronen, besitzt. Jedes Valenzelektron eines Siliziumatoms möchte sich mit einem anderen Valenzelektron eines anderen Siliziumatoms verbinden. Dies geschieht mit allen Valenzelektronen, wodurch jedes Elektron im Silizium sehr stark gebunden wird und nicht mehr für den Stromtransport bereitsteht. Um die elektrische Leitfähigkeit positiv zu beeinflussen, werden gezielt Fremdatome eingesetzt. Dies wird Dotieren genannt. So können zum Beispiel fünfwertige Phosphoratome eingesetzt werden, die fünf Valenzelektronen besitzen. Es ist auch möglich, dreiwertige Boratome mit drei Valenzelektronen einzufügen. Gibt man unterschiedlich dotierte Schichten aus Silizium übereinander, finden Prozesse statt, die Transistoren erst möglich machen. In die eine Halbleiterschicht wurden Phosphoratome eingesetzt, die jeweils ein zusätzliches Elektron besitzen. Diese Elektronen sind frei und ungebunden. Die andere Schicht besitzt Boratome mit nur drei Valenzelektronen, wodurch sich ein Loch gebildet hat. Das freie Elektron der n-dotierten Schicht nimmt nun den Platz des fehlenden Elektrons in der p-dotierten Schicht ein, wodurch in der n-dotierten Schicht ein Loch entsteht. Dies geschieht auch mit anderen Elektronen. Durch die Diffusion von Elektronen in die andere Schicht sind aus Atomen positiv und negativ geladene Ionen entstanden. Hierdurch entsteht ein elektrisches Feld, das die weitere Rekombination von Elektronen und Löchern verhindert. Kommen wir nun zum Aufbau des Transistors. Ein Transistor besteht aus drei aneinander liegenden Schichten, die aus unterschiedlich dotiertem Halbleitermaterial bestehen. Bei einem NPN-Transistor sind die äußeren beiden Schichten n-dotiert. Sie besitzen, wie bereits erwähnt, zusätzliche Elektronen und werden als Kollektor und Emitter bezeichnet. Die Basisschicht ist die dünnste Schicht und besitzt Defektelektronen, also Löcher. Die zwei blauen Schichten sind die eben erwähnten elektrischen Felder, die die Elektronen daran hindern, in die Basisschicht zu wechseln. In diesem Zustand sperrt der Transistor den Stromfluss, egal wie hoch die Spannung zwischen Kollektor und Emitter ist. Wird nun jedoch eine ausreichend hohe Spannung zwischen Basis und Emitter angelegt, so baut sich quasi das elektrische Feld ab und die Elektronen bewegen sich in die Basisschicht. Hier rekombinieren einige Elektronen mit den Löchern in der Basisschicht, andere werden in die Kollektorschicht gezogen. So entsteht ein Stromfluss zwischen Basis und Emitter, wie auch zwischen Kollektor und Emitter. Dies geschieht so lange, wie eine ausreichend hohe Spannung zwischen Basis und Emitter herrscht. Für den praktischen Teil eignet sich das folgende Beispiel, das mit Hilfe der technischen Stromrichtung erklärt wird. Mit dieser sehr einfachen Schaltung kann in Abhängigkeit vom Licht automatisch eine Leuchte eingeschaltet werden. Die Stromquelle ist eine Batterie. Der Transistor dient als Schalter bzw. Verstärker. Ein Photowiderstand ändert in Abhängigkeit vom Licht seinen Widerstand. Eine Lichtquelle soll Licht geben, wenn es dunkel wird. Schauen wir uns das Ganze von oben an. Der Strom wird zunächst aufgeteilt. Da der Widerstand relativ groß ist, wird der Basis des Transistors nur wenig Strom zugeführt. Der meiste Strom wird später über die Kollektor-Emitter-Strecke geführt, die allerdings noch keinen Stromfluss zulässt. Der Photowiderstand hat einen kleinen Widerstand, solange Licht auf diesen scheint. Mit abfallendem Licht wird der Widerstand größer und die Spannung steigt an, was dazu führt, dass irgendwann die Spannung so groß ist, dass ein Strom zwischen Basis und Emitter zustande kommt. Die Leuchte leuchtet, da ein großer Strom über die Kollektor-Emitter-Strecke fließt. So kann durch einen kleinen Strom über die Basis-Emitter-Strecke ein großer Strom über die Kollektor-Emitter-Strecke gesteuert werden und dies ohne das Bewegen von mechanischen Teilen.